Nahostkonflikt, denn diese Bilder sind verstörend. Angehörige der von den Hamas-Terroristen verschleppten israelischen Geiseln haben ein weiteres Video veröffentlicht. Es war von einem der Terroristen bei ihrem Überfall am 7. Oktober gedreht worden und später israelischen Soldaten in die Hände gefallen. Zu sehen ist die Geiselnahme von Hirsch Goldberg Polen. Sein Unterarm ist dabei verstümmelt. Außerdem zu erkennen sind Elia Kohn und Or Levi. Alle drei waren auf dem Musikfestival Tribe of Nova, als die palästinensischen Terroristen dort das Massaker anrichteten. Die Angehörigen hoffen nun, dass die Geiseln noch leben und fordern Israels Regierung auf, alles für ihre Freilassung zu unternehmen. Und Bundesaußenministerin Baerbock ist ja wieder in der Region zum 8. Mal seit Beginn des Gazakrieges. Und sie rief in Israel zu einer internationalen Sicherheitspartnerschaft auf. Auf einer Konferenz in Tel Aviv sagte sie, nur so könne ein Ende der Gewalt im Gazastreifen erreicht werden. Die Grünen-Politikerin forderte die Hamas-Terroristen auf, umgehend alle Geiseln freizulassen. Hamas must release all of the hostages. Die Hamas muss alle Geiseln freilassen, von denen einige auch aus Deutschland kommen. Die Hamas muss ihre Attacken gegen Israel einstellen. Die Hamas hat die regionale Eskalation begonnen mit Hilfe der nationalen Unterstützer. Das bedeutet auch, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen gegen die andauernden Attacken der Hisbollah im Norden. Wir sind extrem besorgt über die zunehmende Gewalt an der Nordgrenze. Deshalb werde ich Beirut besuchen. Auch dort wollen viele keinen weiteren Krieg. Wir arbeiten hart an Lösungen, die weiteres Leid verhindern können. Das Risiko einer unbeabsichtigten Eskalation wächst Tag für Tag. Damit zu unserer Israel-Korrespondentin Christine Kentsche direkt nach Tel Aviv. Christine, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, nun also dieser Vorschlag der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, eine Sicherheitspartnerschaft für den Gazastreifen zu schließen. Wie könnte das aussehen und auch wie wird diese Idee in Israel überhaupt aufgenommen? Also das ist wirklich eine ganz interessante Idee, die Annalena Baerbock hier gestern auf einer Rede, die ja fast ein wenig visionär war, unterbreitet hat. Und zwar geht es darum, dass Israel sich aus Gaza zurückziehen soll und dann aber trotzdem natürlich weiter für Israels Sicherheit garantiert werden muss. Und für diese Sicherheit, für die will auch Deutschland dann, so lautet Anna Baerbocks Vorschlag, im Rahmen einer internationalen Partnerschaft garantieren. Und zwar soll das dann so aussehen, dass sich die arabischen Partner in der Region zusammen mit Europa und den USA in einer internationalen Allianz, Baerbock sprach hier mehrmals von Alliierten, in einer Interimslösung quasi für die Sicherheit im Gazastreifen verantwortlich sein werden, bis dann eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde übernimmt. Und konkret nannte Baerbock da zum Beispiel die Grenze, dass zum Beispiel auch europäische Grenzschützer in Rafah aktiv werden könnten, um den Verkehr von humanitären Waren etwa zu kontrollieren und damit sich Israel dann darauf verlassen kann, dass dort auch die Kontrollen funktionieren, sollte es sich zurückziehen. Also das war hier ein ganz interessanter Vorschlag. Baerbock hat da mehrmals die Erfahrung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg erwähnt, wo auch die Alliierten geholfen hätten, Deutschland wieder aufzubauen und zu einem demokratischen Staat zu machen und eben auch für die Sicherheit zu garantieren. Und das war hier eine ziemlich deutliche Parallele zu einer eventuellen Nachkriegsordnung für den Gazastreifen. Christine, nun wird die Außenministerin heute weiter nach Beirut, also in den Libanon, reisen. Und wir wissen ja, dass die Lage Nordisrael an der Grenze zum Libanon mehr als heikel ist. Es ist die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Welche Rolle kann Deutschland da übernehmen? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass es den Konflikt jetzt nicht nur im Gazastreifen weiterhin gibt, sondern dass die Ausweitung auch auf den Norden des Libanon noch stärker vorangeht?
Also das ist hier die große Sorge, der Ausbruch eines offenen Krieges. Die Hisbollah beschießt Israel seit dem 8. Oktober, also einen Tag nach dem blutigen Massaker der Hamas hier in Israel, mit Raketen. Und das hat seither nicht aufgehört. Israel tötet im Gegenzug gezielt Kommandeure der Terrormiliz Hisbollah im Libanon. Und die Lage hat sich in den vergangenen Wochen extrem aufgeheizt an der Grenze, wortwörtlich. Also dort kommt es immer wieder zu Bränden, weil eben Raketen und Angriffsdrohnen der Hisbollah auf israelischer Seite für große Feuer sorgen. Baerbock wird heute nach Beirut weiterreisen und warnt dort auch vor einer Eskalation dieses Krieges. Sie hat UNIFIL erwähnt, das sind die UN-Friedenstruppen, die eigentlich auch im Süden Libanons stationiert sind und dort in einer demilitarisierten Zone für Frieden sorgen sollen. De facto aber hat die Hisbollah, die schiitische Miliz, die mit dem Libanon verbündet ist, im Südlibanon das Sagen, hat dort die Macht und ist extrem nah an die israelische Grenze herangekommen und greift Israel von dort aus auch an. Baerbock hat sich jetzt quasi eigentlich hinter die Initiative der USA und auf Frankreichs gestellt. Sie erwähnte, dass UNIFIL dort gestärkt werden soll. Und es gibt da mehrere Pläne, einen französischen und einen amerikanischen, nachdem die Hisbollah sich eben mehrere Kilometer, mindestens 10, am besten noch mehr, von der Grenze zurückziehen soll und dann UNIFIL und die UN-Friedenstruppen und dann eben auch die libanesischen, die regulären Truppen der libanesischen Armee dort wieder stärker im Einsatz sein soll. Und das will wohl auch Deutschland unterstützen. Christine, vielen Dank für diese Einordnung und all diese aktuellen Informationen direkt aus Israel.